Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wieder einmal hat eine nach wissenschaftlichen Standards angefertigte Qualitätsstudie zu der Erkenntnis geführt, dass die instrumentellen und kognitiven Kernkompetenzen eines großen Teils der Grundschüler in diesem Land nicht ausreichen. Besonders bedrückend ist die Erkenntnis, dass sich die Leistungsergebnisse in den Fächern Deutsch und Mathematik gegenüber früheren Studien weiter verschlechtert haben. Offenbar sind die Hinweise auf die unzureichenden schulischen Leistungen, die seit ca. 20 Jahren von diversen Studien ausgehen, von den PISA-Studien, den TIMSS-Studien oder von den IQB-Studien, von den verantwortlichen Politikern aller Fraktionen jeder Couleur ignoriert worden. Sie haben sich unbeirrt über die Alarmrufe hinweggesetzt, auch über die Alarmrufe aus der Lehrerschaft und aus den Ausbildungsbetrieben und Universitäten über zum Teil völlig unzureichende Fähigkeiten der Auszubildenden oder der Studenten, haben sie in der Vergangenheit hinweggesehen, so als hätten sie keine Verantwortung für den beispiellosen Niedergang des Bildungswesens in diesem Land. Kennzeichnend für genau diese Haltung der Ignoranz gegenüber den Problemen unseres Gemeinwesens und dem eigenen schlimmen Versagen in der Vergangenheit ist der hier vorliegende Antrag der SPD. Obwohl Sie die schweren Mängel der schulischen Leistungsfähigkeit unter Römisch 2 in Ihrem Antrag selber feststellen, fällt Ihnen nichts anderes ein, als zur Behebung dieser schweren Mängel eine Bildungskonferenz einrichten zu wollen. Also ein weiterer symbolischer runder Tisch soll mit einem Konzept reparieren, was Sie in den letzten 40 Jahren durch Ihre unseligen schulpolitischen Entscheidungen zerstört haben. Es ist immer wieder die gleiche Masche, die Sie fahren. Sie bilden ein außerparlamentarisches Gremium, nominieren Ihnen nahestehende Freunde aus Wissenschaft und Verbänden für dieses Gremium und bekommen von diesen dann das geliefert, was Sie hören wollen. So ist es bereits mit der Kommission gelaufen, deren Mitglieder Ministerpräsident Rau 1992 höchstpersönlich ausgesucht hatte. Diese Bildungskommission mit dem Namen Zukunft der Bildung, Schule der Zukunft, hat dann ihre ideologischen Bildungskonzepte mit einer Vielzahl von unseligen Vorschlägen in einer sogenannten Denkschrift zu Papier gebracht. Deren Umsetzung, die in der Denkschrift entworfene Utopie einer neuen Schule der Freiwilligkeit und der spielerischen Wissensaneignung, hat den heutigen schulpolitischen Scherbenhaufen mit begründet. Der geschilderte Ist-Zustand. Der geschilderte Ist-Zustand ist eine Folge des bereits in dieser Denkschrift ideologisch begründeten Systemwechsels im Bildungswesen. Zu diesem Systemwechsel gehört die Marginalisierung der Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen mit der Idee von Wochenplänen und völlig selbstständigem Arbeiten der jungen Schüler. Der Lehrer soll möglichst überflüssig sein, die Kinder bleiben sich selbst überlassen. Dazu gehört die Bildung von hyperheterogenen Lerngruppen durch die Erweiterung der Schuleingangsphase auf bis zu 3 Jahren und durch die Abschaffung der AOSF-Verfahren in der Grundschule sowie die Schließung zahlreicher Förderschulen. Begleitet wurde der Umbau der Schullandschaft durch die Diffamierung des Leistungsgedankens als Instrument der Differenzierung und die Diffamierung der Lehrerautorität. Erlebte Disziplinlosigkeit und mangelnder Respekt seitens der Schüler, wie sie bislang nur aus der Sekundarstufe bekannt waren, sind somit längst Lebensrealität von Grundschullehrkräften geworden. Diese heterogenen Lerngruppen müssen nun auch noch Kinder aufnehmen, die aufgrund der hohen Zuwanderung nach Deutschland und NRW gekommen sind und die deutsche Sprache nicht oder nur kaum beherrschen. Die Zuspitzung sozialer und zuwanderungsbezogener Disparitäten wird im IQB-Bildungstrend festgehalten. 72% der nordrhein-westfälischen Grundschulen haben einen Migrantenanteil von über 25%, 932 Grundschulen sogar zwischen 50 bis 100%. An 56 Grundschulen, überwiegend im Ruhrgebiet, werden fast ausschließlich Kinder mit Migrationshintergrund beschult. Damit unterrichten die Grundschullehrer mitunter Kinder unterschiedlichen Alters und mit zum Teil völlig unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten in einer Lerngruppe. Dass in solchen hyperheterogenen Lerngruppen auch individuell nur begrenzte Lernerfolge erzielt werden können, weiß jeder, der die lernpsychologischen Voraussetzungen für das Erreichen eines individuellen Leistungspotenzials kennt und einzuschätzen weiß. Wenn Sie es ehrlich meinten mit der Bekämpfung des Bildungsabbaus, Sie nennen es ja selber Bildungskatastrophe, dann würden Sie Ihre Irrtümer öffentlich bekennen und auf die Bildungsforscher hören, die aufgrund von umfassenden Untersuchungen Bedingungen für erfolgreiches Unterrichten nachgewiesen haben. Die Berliner Erziehungswissenschaftlerin Sabine Grün nennt folgende Bedingungen für gelingenden Unterricht: eine effiziente Klassenführung, die sich durch hohe Disziplin und geringe Zeitverschwendung auszeichnet, geringer
Leistungsdruck, niedriges Interaktionstempo und ein in sich schlüssiger Gedankengang mit stufigem Erkenntnisfortschritt. Eher geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schüler und ein relativ geringer Individualisierungsgrad des Unterrichts und der Aufgaben. Klar verständlicher Gedankengang und dessen Sicherung, individuelle Bezugsnormorientierung des Lehrers, positive Schülerorientierung und sozialdiagnostische Kompetenz des Lehrers. Und eine vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung erstellte Studie, Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter, hält ausdrücklich fest, ich zitiere, in den Positivklassen wird eine deutlich geringere Schülerpartizipation und ein geringerer Individualisierungsgrad wahrgenommen als in den Negativklassen. Es wird weniger Zeit vergeudet für nichtfachliche Aktivitäten, was mit einer höheren Disziplin einhergeht. Der Unterricht ist weniger sprunghaft und klarer strukturiert. Trotzdem sind die Schüler mit ihrer Lehrerin bzw. mit ihrem Lehrer insgesamt wesentlich zufriedener. Befreien wir also den Schulalltag von den Lasten linksideologischer Bildungsutopien. Lassen wir das AOSF-Verfahren von der ersten Klasse an zu, richten wir wieder Förderschulen ein. Richten wir Vorschulklassen ein für Schüler, die noch an die Schule herangeführt werden müssen. Ermutigen wir die Leitungen und die Lehrkräfte, Autorität wieder als Instrument der Menschenführung einzusetzen und befreien wir endlich die Grundschulen von einer Form der Überindividualisierung des Lernens, welche die Lehrkräfte teilweise überfordern und den Schülerinnen und Schülern nicht nutzen. Sorgen wir dafür, dass in den Schulen endlich wieder das wertschätzende Klima einer anregenden Leistungsgemeinschaft herrscht. Und um das umzusetzen, benötigen wir sicherlich keine Bildungskonferenz. Wir lehnen Ihren Antrag ab.